Oh, ja. Ja. Also die Hälfte meiner Gruppe sieht nicht so fit aus. Also die vordere Hälfte würde ich jetzt mal so meinen. Absolut Upsis. nicht. Tagebuch. Das Tagebuch sagt bestimmt, dass nichts passiert ist, weil es ist ja immer nichts passiert, wenn ich keine Mainquest mache. Ja, Tatsache. Awesome. Gut. Dann haben wir das geklärt. Wir machen heute übrigens sowas Ähnliches wie ein fast, hoffentlich, vielleicht rein Quatsch-Stream, weil ich dachte, es wäre mal wieder Zeit, mit meinen Gefährten zu quatschen. Weil wir sind jetzt so grob halb durch mit dem Spiel und dann dachte ich, ist es mal wieder Zeit, sich um die persönlichen Belange zu kümmern und mal alle durchzuquatschen. Zumal ich glaube, ich irgendwie mit ein paar Leuten. Also ich glaube, mit der Devil of Karrok und mit dem Sauer habe ich, glaube ich, noch gar nicht geredet. Und ich dachte, das wäre vielleicht mal Zeit. Was ich aber auch noch machen will, das sollte jetzt nämlich eigentlich ganz gut gehen, nachdem ich nämlich den Eklat in den Minen geklärt habe, dieser Bürgermeister, ja, ich glaube, er ist der neue Bürgermeister. Der hatte mich ja irgendwie beauftragt, ich soll da mit irgend so einer Tussi reden, die irgendwie offiziell von Defiance Bay geschickt worden ist, um irgendwie den Wert von Stalwart jetzt zu evaluieren und irgendwie soll ich mit der dann durchs Dorf ziehen und mit ihr erklären, was jetzt da irgendwie cool ist und welche Investitionen sich lohnen und keine Ahnung, bla und blub. Und da sie sich auch die Minen angucken will, dachte ich, wäre es vielleicht ganz gut, Mord und Totschlag zu klären, bevor sie sich das anguckt. Schlau, wa? Ah, ich dachte, ich hätte Bier bestellt. Sie hat mir wohl versehentlich das Spülwasser gebracht. Sie seufzt. Vielleicht auch absichtlich, man weiß es nicht. Also es gibt Leute, die würden behaupten, dass in dir wohl das Spülwasser und das Bier einfach eh dasselbe ist. Das ist übrigens die gute Dame, mit der ich reden soll. Ich frage aber trotzdem erstmal, was führt dich nach Stalwart? Ich vertrete eine Gruppe von Investoren aus Defiance Bay, die ein Handelsabkommen mit Stalwart schließen möchten. Bevor sie sich aber binden, wollen sie die Stadt bewerten lassen, um sicherzugehen, dass sie so wohlhabend ist, wie sie behauptet. Da komme ich ins Spiel. Ja, also mit wohlhabend würde ich das hier jetzt nicht bezeichnen, aber never mind. Sie nimmt einen langen Schluck aus ihrem Humpen. Ja, und wie findest du es hier so? Es wechseln viele Münzen die Hände, aber ob das lediglich ein kurzfristiger Aufschwung ist oder eine langfristige Wandlung, wird sich erst noch zeigen müssen. Ja. Ich soll dich beim Evaluieren unterstützen. Ich bin da voll gut drin. Endlich! Ich habe mich schon gefragt, ob Taphus mich vielleicht vergessen hat. Nee, nee, der hat nur keinen Bock auf dich und deshalb darf ich das machen. Achso, das sagt man nicht offiziell, ne? Ich will zuerst die Fischerei von Stalwart sehen. Meine Mandanten haben Sorge, dass sie ein Hindernis für Stalwarts Wohlstand darstellen könnte. Wir treffen uns davor. Okay. Irgendwie soll die Quest jetzt wohl so laufen, dass sie einem bei allem sagt, dass das doof ist und dass In das. Tekoa, we have a memorial for the Saints' War. They say a Rawatai artillery master contributed to the Godhammer bomb. I wondered. Of course. You want Rawatai to be a part of this history. Crow about how your people helped the Deerwood. Maybe your Ranganui lied, Amawa. On second thought, I'll ask Adair. Ja, das ist eine sehr kluge Entscheidung, Kana. Egal um was es geht, frag egal wen.
Nur nicht Jurens. Und wenn du bei den Saints Row quatschen willst, ja, frag lieber Adair. Ich bin eine Diebin zur Investmentberaterin. Ja, nice turn. Den Rest des Spiels geht's dann wohl um Anlagen und Immobilien. Ja, ja. Ich werde ab jetzt einfach nur noch meine, 31.000 Kupfermünzen gewinnbringend hier und dort investieren und das war's. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es wird wohl so, dass sie halt irgendwie alles schlecht quatschen will, wie zum Beispiel die Fischerei und so, dass das alles irgendwie voll doof ist und dass da irgendwie mehr Kontrolle durch Defiance Bay passieren muss und so, und damit Stalwart glücklich ist, muss man ihr das dann alles ausreden und sagen, nein, nein, das ist eine tolle Fischerei, die stört hier nicht und bla und so. Legt die um und gut ist, ich glaube, das ist nicht so gut. Tatsächlich, sie will sich auch irgendwann nochmal die, sie will sich dann nochmal Durgans Battery angucken. Und wenn man auf der Karte nicht alle Banditen gekillt hat oder so, dann liegt sie einfach irgendwo als Leiche rum. Aber ich glaube, ich habe alle Banditen gekillt, deshalb müsste die Quest ja dann auch gehen. Man muss sich manchmal wirklich gut auf sowas vorbereiten. Bei den Göttern ist das frostig. Bringen wir es schnell hinter uns. Ich würde ja auch in die Fischerei gehen, aber der Gestank. Bah. Ja, was hast du erwartet? Wir sind hier im Schneegebiet. Natürlich ist es hier frostig. Doch, das ist sehr gut. Trust me. Ja. Ja. Ich soll doch nicht immer random Leute ermorden. Und ich bereue es, dass ich im Gasthaus den Fischeintopf hatte. Einer der Fischer hat gesagt, sie hätten einmal eine Leiche in einem Fass gefunden. Du, ich habe den Sauer im Fass gefunden, das war nicht besser. Glaube ich. Wer bestellt denn bitte schön Fischeintopf? Also, da bist du jetzt aber auch selber schuld. Den Unterlagen der Stadt zufolge exportiert die Fischerei zurzeit kaum etwas. Warum wird sie nicht einfach geschlossen? Sie bindet nur unnötig Ressourcen, die in der White Forge und in den Minen besser genutzt werden könnten. Die Schließung der Fischerei könnte helfen, die Investoren zu überzeugen, dass Stalwart es wirklich ernst damit meint, seinen Wohlstand behalten und auszubauen. Nein, du möchtest nicht fast auf der Tastatur liegen. Die Fischerei hilft Stalwart dabei, autark zu bleiben. Weniger Kosten für den Kauf von Lebensmitteln von außerhalb. Ja, das ist ein valider Grund. Kinder, könnt ihr euch bitte vertragen? Was hat er denn jetzt getan, Diego? Warum musstest du ihn anfauchen? Kannst du mir das mal erklären? Guck nicht so unschuldig. Hast tatsächlich du mal angefangen. Irgendwie ist die Ausrichtung der Catcam heute suboptimal. Vielleicht liegt es aber auch an der Positionierung vom Katzenbett. Naja, es ist eine Katze, es ist gut so. Ja, wo waren wir? Die Fischerei geöffnet zu halten, mit dem guten Willen gegenüber zukünftigen Gesandten aus Defiance Bay fördern und auch die Bereitschaft zur Kooperation. Doch. Ja, eigentlich hast du recht. Ich sag da mal nichts dazu. Das überlasse ich dir. Ja, ich würde mal sagen, die können dann wenigstens für ihr eigenes Essen sorgen und für tolle Fischeintöpfe. Das ist doch ein valider Grund. Eine pragmatische Antwort. Ich sorge dafür, dass die Fischerei geöffnet bleibt, falls es Beschwerden deswegen gibt. Ja, so ist es gut. Ich hätte gerne mit dem Oberfischer gesprochen, aber offenbar wurde er aus der Stadt verjagt.
Für gewöhnlich wäre das für die Investoren ein großer Grund zur Sorge, aber die Fischerei scheint in seiner Abwesenheit aufzublühen. Nun denn? Sag ich doch! Warum waren die blöden... Ja doch, ich sag's, die blöden Bewohner von Stalwart sind so angepisst davon, dass ich den hab auffliegen lassen. Also, ich weiß natürlich nicht, was da passiert ist, weswegen er aus der Stadt gejagt wurde. Ja. Aber ernsthaft, darüber habe ich mich schon, als ich die Quest gemacht habe, gewundert. Der Kerl hat im Drogenrausch, aus Versehen zwar, aber trotzdem seine Schwester umgebracht und hat es dann vertuscht. Und dass ich das habe auffliegen lassen, das fanden sie nicht gut. Weil Stormwood hätte es toller gefunden, wenn er die Fischerei einfach weitergeführt hätte und sich nicht der Verantwortung, dass er einen Mord begangen hat, gestellt hätte. Wohingegen, wenn der Minenarbeiter durch irgendwelche komische Gedankenkontrolle und Spuren und so weiter einen Mord begeht, den sollte man dann schon loswerden. Das ist was anderes, aus irgendwelchen Gründen. Aber der Fischerei geht es jetzt ohne den Kerl offensichtlich besser. Also das war ja dann wohl schon eine gute Entscheidung von mir. Als nächstes gehe ich zu den Minen von Stalwart. Meine Mandanten sind besorgt, was die Sicherheit dort angeht. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. Ja, ist es wieder komplett sicher? Dafür habe ich gesorgt. Das ist alles geklärt. CSI Deerwood hat den Fall gelöst. Wie immer. Ich hoffe ja fast so ein bisschen, dass wir noch mehr Fälle mit Mord und Totschlag kriegen, damit ich das mit dem CSI Deerwood weiterführen kann. Das ist irgendwie eine meiner kreativeren Ideen gewesen, finde ich. Leider gab es in den Minen jetzt keine schöne Lorenfahrt. Aus irgendwelchen Gründen haben die da vielleicht keine Luren oder so. Das ist sehr schade. Und die anderen Minen, die sind eingestürzt, das heißt, da kann man nicht mehr mit der lüsternen Lore fahren. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Das heißt, wenn immer ich an diesen schönen Moment zurückdenken will, muss ich mir Folge 120 meiner YouTube-Serie angucken, um mich über die lüsterne Lore zu freuen. Ja, genau, voll schlimm. Dabei sollte es überall eine Lore geben. Ich merke gerade, dass es total schlimm ist, dass ich in letzter Zeit mehr Dragon Age gespielt habe. Ich bin so versucht, auf einmal WASD zu benutzen. Es ist beeindruckend, wie schnell Stauber die Mine wieder geöffnet und in Betrieb genommen hat. Sie blickt sich anerkennend um. Ja, siehst du, die können schon was hier. Ich bin etwas besorgt, ob dieses Zwischenfalls mit einigen Bergarbeitern. Irgendetwas löst bei ihnen verwirrtes, unberechenbares Verhalten aus. Das heißt, du hättest das Problem behoben. Möchtest du mich vielleicht aufklären? Ach, pfuh, ja, Ja, also da war so ein riesiger Strahlenpilz und der hat die Vitrak verwirrt und die haben dann die Arbeiter verwirrt. Also der Pilz ist jetzt tot, aber wenn man da durch die Tunnel kriecht, also die Vitrak, die leben da schon noch. Aber ich glaube, die sind friedlich, bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest mögen sie mich. Also sind sie bestimmt sehr nett und friedlich. Ja, also auf jeden Fall, das Problem ist gelöst. Jetzt ist alles wieder gut. Ja, aber die Wiesfrag nicht, korrekt? Ja, nee, die habe ich nicht umgebracht. Also die nicht verwirrt waren, habe ich nicht umgebracht. Also ich habe die meisten umgebracht. Nur den Terranat nicht. Und die paar, die ich davon habe befreien können. Also sie sind so halbtot? Denkt einen Augenblick nach.
muss Ihre Anwesenheit in meinem Bericht vermerken. Die Fiends Bay wird darauf bestehen, dass als Teil des Handelsabkommens ein Trupp von Crucible Knights die Minen bewacht. Natürlich ohne der Miliz von Stalwart zu nahe treten zu wollen. Ja. Nichts für ungut, das ist überhaupt nicht persönlich gemeint, aber wir trauen euch einfach nicht zu, dass ihr irgendwas alleine geschissen kriegt. Ja, nee, ich glaube, das solltest du nicht in deinem Bericht erwähnen. Die sind ganz nett. Wir sind Freunde. Diese Vifra-Kolonie und ich, wir sind Best Buddies. Ich rate dir dringend, diesen Teil in deinem Bericht nicht zu erwähnen. Es sei denn, du willst auf dem Heimweg in ein tiefes, dunkles Loch fallen. Nice. Eine Mine zu bewachen ist nicht mit sonderlich viel Prestige verbunden. Die Crucible Knights werden es dir nicht danken. Ja, und wohin gehen wir jetzt? Ja, nee, ich sag mal, das mit dem Prestige, das sieht mir sinnvoll aus. Vor allem, ich krieg da gerade so viele Punkte für rational. Ich muss gleich mal gucken, wie weit ich da bin. Und ich habe ohnehin schon zu wenige Freunde bei den Rittern. Ein gutes Argument. Ich werde die Wehtag in meinem Bericht nicht erwähnen. Ja, sehr gute Entscheidung. Wir machen da einfach irgendwie, keine Ahnung, einen Vorhang vor das Loch, wo man da durchkriechen kann und dann ist alles gut. Dann haben wir Mine und Vitra-Kolonie schön voneinander getrennt, alles in Ordnung, keine Ritter müssen herkommen. Alles gut. Eines muss ich mir noch ansehen, die White Forge. Ich würde gerne die Fähigkeiten der Schmiede bewerten, die dort arbeiten. Wir sehen uns dort. Ja. Was habe ich denn für beschissene Hilfstruppen diese Woche? 400 Kupfermünzen an Banditen verloren? Hallo, geht's noch? Also echt. Ich bin hier eine arme, notleidende Großgrundbesitzerin, die ihre Burg fertig ausgebaut hat. Ich brauche Geld. Ganz dringend. Ganz viel. Ich habe nichts mehr, wofür ich es ausgeben kann, aber ich brauche es. Das ist eine Mine, dann Steinwurzel rollen, auf die Idee kommt keiner. Nee, das ist zu komplex, das geht nicht. Genau, nach Durgans Battery wollen wir. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie zu einfache Lösungen, die sind nicht immer was für die Leute hier. Das ist wie mit meinem Hasen, der kann auch keine einfachen Lösungen. Das muss immer kompliziert sein.